Hallo, liebe Freunde der Freiheit, Freunde der Wahrheit. Willkommen zu meinem heutigen Stream. Ich bin hier in Berlin, Straße des 17. Juni und ja, ich sehe hier ein paar Wohnwegen stehen und auch Plakate und auch ein paar Leute. Und ich würde sagen, stellen wir doch einmal ein paar Fragen. Hallo, Sie möchten Fragen stellen. Hallo. Habe ich gerade gehört. Ja. So, ja. Ganz einfach mal beginnen. Wer seid ihr? Für was steht ihr? Was sind eure Ziele hier? Also wir sind die Berliner Mahnwache bzw. Bauernmahnwache Berlin. Und die Anfänge liegen am 8.1., wo die Bauernproteste mit Treckern und so waren. Und die längsten Mitglieder hier in der Bauernmahnwache waren auch schon am 8.1. mit dabei und sind seitdem hier mit vor Ort. Die Bauernmahnwache besteht jetzt 3 Monate, so in der Gesamtzeit, wo sie angemeldet ist. Da gab es auch so ein bisschen hin und her. Wir haben uns immer mehr strukturiert. Und unsere Ziele, wir stehen hier wegen der aktuellen Politik, weil wir der Meinung sind, dass da vieles im Argen ist. Da gehen eigentlich ganz viele davon aus, dass da sehr vieles im Argen ist. Und immer lustig finde ich den Ausdruck Subventionen. Ja, da kann man sich jetzt streiten, ob ja gerade diese eine Subvention ist oder nicht. Aber uns geht es so, die wichtigsten Punkte zusammen sind eine bezahlbare Zukunft. Ja. Weil wer sich die Inflation anguckt, der fragt sich ja, wer soll sich das zukünftig noch leisten? Ja. Oder auch, sage ich mal, müssen nicht mal Mittelständler sein, aber jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, sich ein kleines Häuschen gekauft hat mit den neuen Heizungsgesetzen und Dämmgesetzen von der EU. Wie soll der das finanzieren? Der hat sein ganzes Geld in das Haus gesteckt und jetzt ist er vielleicht schon berentet und freut sich, dass er keine Miete hat. Und jetzt soll er plötzlich eine Heizung einbauen oder das Haus dämmen. Da haben die Leute Zukunftssorgen. Also zu Recht, würde ich sagen. So, denn was uns auch sehr wichtig ist, sind unabhängige Medien. Weil ich meine, man kann jetzt auch schon die Frage stellen, wir stehen hier seit 3 Monaten. Wir hatten 2 große Autokorsos hierher eingeladen, aus Oranienburg hierher. Das war auch alles angemeldet mit Polizei. Es waren jedes Mal so circa 100 Fahrzeuge. War so richtig was los. Hier wurde auch die Straße gesperrt. Mal so die Frage in die Menge, wer hat davon was in der Presse gehört? Und wenn es auch nur 1 oder 2 Sekunden waren oder überhaupt mal was in der Presse gehört bis von dieser Mahnwache. Mitte, maximal Ende Januar und dann war es pressemäßig Prinzip tot. Aber sagen wir mal so, das kennen wir tatsächlich auch aus der Vergangenheit, aus den letzten Jahren, da wurde es auch genauso gehandhabt. Und dann kann man sich ja mal angucken, wie über andere Demonstrationen, die, sag ich mal, eintägig irgendwo stattgefunden haben, berichtet wurde. Und da kann man sich dann auch überlegen, wie unabhängig sind unsere Medien noch. Und da gibt es halt viele, viele Beispiele jetzt, nicht nur unsere Mahnwache. Ja. Und wir sind halt auch dafür, dass die Unabhängigkeit der Medien wiederhergestellt werden muss. Ja. So. Das geht am besten, wenn sie nicht mehr durch Steuermittel finanziert werden. Ja. Das ist meine Meinung. Also da dürften überhaupt keine Steuermittel reinfließen und auch keine Staatsaufträge, sage ich jetzt mal, Aufträge durch die Regierungsmitglieder von irgendwelchen, was auch immer. Ja, und die Einflussnahme der Parteien oder der Regierung auf den öffentlichen Rundfunk, der muss auf jeden Fall aufhören. Ja. Ja. Weil die haben eine neutrale Pflicht, neutral zu berichten. Dieser kommen sie nicht nach, seit und Jahren. Und da kommen nicht sie mehr. Nicht nach, sehen wir auch so. Das ist auch ein Punkt, den wir haben. Ja, Abbau von Bürokratie generell. Ich glaube, das muss man nicht groß ausführen. Das versprechen sie ja auch schon seit Jahrzehnten und bewirken das Gegenteil. Ja, denn genauso der Pflege- und Krankensektor, weil die Bauernmahnwache, wir haben zwar den Begriff Bauernmahnwache übernommen, wir stehen aber hier halt für den Mittelstand und auch für die Bevölkerung. Und dazu gehören halt auch andere Berufsgruppen wie Krankenschwestern, Pfleger etc. Und da ist ja auch totale Chaos, beziehungsweise geht es auch nur noch um Gewinnabschöpfung.
minimale Personalbesetzung. Wenn man da eben zwei Leute mehr einstellen würde und dafür den Gewinn clean ein bisschen reduzieren würde, könnte man da die Umstände wesentlich verbessern. Aber da wird halt alles auf Gewinn orientiert. Ja. Das ist ein Punkt, der uns auch sehr nahe liegt. Volksentscheide mehr mit in den Vordergrund bringen. Bei bestimmten Fragen eben das Volk selber entscheiden lassen. Da mangelt es bei uns da auch. Da fällt mir ein, das hat mal die Angela Merkel gesagt. Da ging es um eine Rechtschreibreform. Mhm. Das war, weiß ich es nicht mehr, 2005 oder irgendwas sowas in der Richtung. Und das habe ich, damals habe ich tatsächlich noch öffentlich-rechtlich Radio gehört. Ja. Und da wurde sich auf jeden Fall gefragt, warum nicht das Volk dazu befragt wird und das Volk eben entscheiden soll, ob sie nun die Rechtschreibreform wollen oder nicht. Aussage im Kontext im Prinzip war dann, das Volk kann das nicht entscheiden. Dafür ist es, ich weiß es nicht mehr, nicht in der Lage oder wie auch immer, das muss halt die Politik entscheiden, weil das Volk ist dafür, jetzt meine Ausdrucksweise, zu doof dafür. Ja, ist auch ein Punkt, den wir hier mit vertreten, dieses von oben herab regieren. Regieren ist, glaube ich, sollte immer ein Dialog sein, auch zwischen Bevölkerung und Regierung und nicht von oben, wir machen das jetzt so. Steuerfreie Renten haben wir hier als Punkt mit drauf, den man diskutieren kann. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben ihr Leben lang Steuer bezahlt für die Rente. Ja, ja, das ist ja die wollen ja von dem Geld auch irgendwie überleben. Und zwar jetzt nicht gerade an der Armutsgrenze. Es gibt ja einen Hintergrund, warum das eingeführt wurde. Führe ich jetzt nicht aus. Fakt ist auf jeden Fall, dass irgendein Gericht hat entschieden, dass die Regelungen, wie sie jetzt sind, auch nicht akkurat sind. Und das schon seit, wenn ich jetzt nicht falsch liege, seit 3 Jahren, wurde die Regierung gerügt, dass sie da nochmal nachregeln müssen. Dass die jetzigen Regeln zu Ungerechtigkeiten führen, wo nachgebessert werden muss, um den Übergang in diese besteuerte Rente ihr Recht anzupassen. Ja. Da passiert seit 3 Jahren gar nichts. Die Regierung wurde gerügt und nichts passiert. Ja. Deutsche Wirtschaft wieder interessanter machen. Bei den Energiepreisen ist es kein interessanter Wirtschaftsstandort mehr. Nein, man gar nicht da gibt es keine Fragen im Prinzip. So, faire Migration haben wir jetzt mal genannt. Mhm. Also ich sag mal jetzt mit meinen Worten, eine intelligente Migrationspolitik und nicht die Politik der offenen Türen. Wie es eigentlich auch weltweit gehandhabt wird. Ich meine, die weltweit braucht man Leute, die das entsprechende Land eben auch stützen und nicht andersrum. Ja, und wirklich gucken, ob die Leute wirklich bedürftig sind. Jeder, der bedürftig ist, der aus dem Kriegsgebiet kommt, der wird hier auch herzlich aufgenommen. Ja. Aber Wirtschaftsflüchtlinge ist, glaube ich, schon ein heikles Thema. Ja. Und das darf man nicht einfach so abtun, als wie, ach nee, ist doch gar nicht. Ja, das ist auch ein Thema, warum wir hier stehen. Keine Steuerverschwendung. Ich glaube, das kann man als Dauerbrenner nehmen. Ja, ich meine, in Peru ein paar Fahrradwege sind natürlich, empfinden wahrscheinlich manche sehr sinnvoll. Das sind so die Klassiker. Wir haben übrigens die ganze Liste hier auszuliegen, wo überall Geld hinfließt. Ja. Sind ja nicht nur die Radwege. Das nächste, was schon oft gesagt wurde, ist dann Wirtschaftshilfe für China und Indien. Was ja absurd ist. Ja, genau. So, da muss auf jeden Fall auch nachgeregelt werden. Lebensmittel aus Deutschland, also dass man das wieder ein bisschen fördert. Und da ist eben diese Agrardiesel-Steuerbefreiung, dass sie die abschaffen wollen, genau kontraproduktiv. Ja. Weil zum Beispiel Getreide aus der Ukraine oder auch andere Nahrungshersteller oder Bauern liefern nach Deutschland ohne Zoll.
können aber in ihrem Land wesentlich billiger produzieren, weil wesentlich weniger kontrolliert wird, weniger strenge Auflagen sind teilweise. Und auch weniger Steuern. Und weniger Steuern. Und die deutschen Bauern sollen sich dem 1:1 stellen. Und das funktioniert halt nicht. Entweder muss man dann doch wieder Zölle einführen oder eben den Agrardiesel so lassen, wie er ist. Ja. Also man kann da sicherlich überall noch in Detail gehen. Hat ja jemand mal sich auch überlegt, warum man diese den Agrardiesel eben mit weniger Steuer an den Mann bringt, als jetzt ein normales Benzin an der Tankstelle halt. Und das ist ja auch, was viele nicht wissen, der Bauer muss ja nachweisen, wann und wo er das Feld bewirtschaftet hat und nur für die Fahrzeiten, die er auf dem Feld erbracht hat, wo er praktisch nicht auf der Straße gefahren ist, nur für die Zeiten und für die Fahrwege kann er den Diesel abrechnen und die Steuer absetzen. Für die Fahrwege, wo er auf der Straße fährt, muss er die Benzinsteuer zahlen, weil die Steuer ist halt auch zum Erhalt der Straßen. Und insofern finde ich es auch viel recht, wenn man sagt, gut, wenn er auf seinem Feld rumfährt, macht er die Straße nicht kaputt. Ja, Tier- und Haustierhaltung muss bezahlbar bleiben. Ich sag mal, wenn man da jetzt so, das heißt krasse Beispiele, aber ich sag mal, zum Beispiel eine verwitwete, ein verwitweter Rentner oder Rentnerin, haben sich ihre Katze oder Hund zugelegt, wir haben geringe Renten. Ich meine, das ist traurig, dass in dem Land Rentner, die 40 Jahre gearbeitet haben, teilweise Pfandflaschen sammeln müssen aus Papierkörben oder wie es ist, um ihre Rente aufzubessern. Und wenn eben die Haustierkosten immer teurer sind, dann können sie sich nicht mal mehr ihren treuen Vierbeiner oder irgendwas als Lebensgefährten leisten. Dann sitzen sie ganz alleine in ihrer Wohnung und verkümmern da. Und deshalb muss auch Haustierhaltung erschwinglich bleiben. Ja. Nur so als Beispiel. Ja, deutsche Wälder schützen. Thema, was mir da aktuell einfällt, sind dann halt Windkrafträder. Ja, also sie errichten gerade Windmühlenwälder. Mhm. Und ja, inwieweit macht es Sinn, Windkraftrad in einem gesunden Wald zu installieren? Weil der Wald, der gefällt wird, der hat CO2 vernichtet oder würde kontinuierlich CO2 abbauen. Das Windrad wurde erstmal mit einem Haufen Umweltemissionen hergestellt, mit den seltenen Erden, die da gebraucht werden für die Generatoren, die da drin sind und alles. Und wo das abgebaut wird, dann wieder in China, wo wir Wirtschaftshilfe ihnen leisten, die dann aber da ihre Umwelt schändlichst missbrauchen, muss man sich so nach Sinn und Unsinn dann doch auch irgendwo mal fragen. Zumal die Frage auch ist, inwieweit macht es jetzt Sinn, momentan auf Teufel komm raus immer mehr Windräder aufzustellen, wenn wir gar nicht die Speicherkapazitäten haben, um die Energie, die, wenn wirklich mal Wind ist, produziert wird, auch vorzulagern. Ja. Weil es gibt immer noch Abnahmegarantien. Das heißt, wenn dann der Betreiber, Netzbetreiber sagen muss, ja, wir haben hier eine Überproduktion, wir müssen mal ein paar Windräder abschalten, dann kriegen die trotzdem ihr Geld, obwohl das Windrad abgeschaltet ist. Und das treibt die Energiepreise auch nach oben. Auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, haben wir überhaupt die Möglichkeit, die Energie, die produziert wird und bezahlt wird, oder in dem Fall, wenn abgeschaltet werden muss, nicht produziert wird, trotzdem bezahlt wird, irgendwo zwischenzuspeichern, um so die überschüssige Energie, die wir jetzt umsonst bezahlen, auch zu speichern, um sie später zu nutzen, um das wieder rentabler zu machen. Ja. Ja, also da auf jeden Fall auch ran. Ja, und Leben und Arbeiten in Deutschland muss lebenswert bleiben. Ich meine, man kann sich ja Bevölkerung umhören, wie die sozialen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt über die Jahre abgenommen haben. Das habe ich selber auch noch beobachtet. Überstunden werden teilweise in kleineren mittelständischen Betrieben gar nicht mehr aufgeschrieben oder bezahlt. Das sind Sachen, die wären früher undenkbar gewesen. Da hat jeder Arbeitnehmer gesagt, hast du eine Macke, suche ich mir einen anderen Arbeitgeber. Aber der Staat hat mittlerweile die sozialen Absicherungen und auch im Arbeitsrecht das so schleifen lassen,
dass da mittlerweile Handhabungen sind, wo man sich fragt, sind wir jetzt alle Sklaven? Ja. Ja, das sind so die Punkte, warum wir hier stehen. Das ist auch eine ganze Menge, hat man jetzt gemerkt. Und deshalb wollen wir hier auch durchhalten, weil wir einfach sagen, da sind zu viele Punkte. Und selbst wenn wir uns in dem einen oder anderen Punkt irren, es sind so viele Punkte, dass wir sagen, es bleiben noch überbleiben. Punkte übrig, ja. Wo auch die Bevölkerung sagt, da muss sich was ändern und nicht umsonst. Und wie ist hier die Resonanz? Ich sag mal, das deckt sich ungefähr mit dem, was man sogar im öffentlichen Fernsehen gehört hat, dass 80% der Bevölkerung kein Vertrauen mehr in die Regierung haben. Und das spiegelt sich hier vor Ort wieder. Mhm. Ich würde auch sagen, so 80-90% sind, unterstützen unsere Aktion, haben Verständnis für die Aktion, sagen, das ist richtig so, wir sollen durchhalten. Und ja, 20-10%, also wirklich wenig, die hier auch kundtun, dass sie uns hier weghaben wollen. Da kommen früh morgens Radfahrer vorbei, zeigen Stinkefinger oder dann wird hier rufen, geht lieber arbeiten. Was viele nicht wissen, ist, dass hier die meisten wirklich einen Beruf haben und arbeiten und beurlaubt sind oder anders freigestellt sind. Oder wir eben auch Rentner hier haben, so wie ich. Ich bin berentet, ich bin eigentlich berufsunfähig. Ich komme auch aus Berlin. Ich fahre auch öfter dann wieder nach Hause, bin also nicht ständig hier. Ja, also ich wohne in Berlin und fahre auch regelmäßig nach Hause. Das ist ein Vorteil, den ich hier anderen gegenüber habe. Ansonsten Unterstützung. Wir haben sogar einen regelmäßigen Spender oder einen Spendenfahrer, wo Leute aus NRW Spenden sammeln. Ah ja. Der sammelt die ein und bringt die dann mit dem Fahrzeug hierher. Das ist natürlich super. Ja, also soweit hat sich das schon rumgesprochen. Jetzt die Woche planen wir Tatsache noch eine Aktion. Wir wollen jetzt am Donnerstag und am Freitag so eine Info- und Diskussionsveranstaltung. Also wir haben es als Versammlung angemeldet. Jeder ist herzlich mit eingeladen, mit herzukommen. Habt ihr irgendwie Spendenkonto, PayPal oder was? Nee, nicht, wir haben keinen Spendenkonto. Sonst hätten wir schnell mal reinhalten können. Aber. Nee, wir nehmen nur Sachspenden an. Teilweise als Gutschein für Benzin und ansonsten Lebensmittel, Wasser und etc. Ja. Weil Spendenkonto ist immer schwierig, dann auch mit Finanzamt. Ja. Ja. wie gesagt, haben wir zwei Veranstaltungen. Da reichen wir dann auch so Bratwurst und Getränke, Kaffee. Um 16 Uhr gibt es dann auch noch mal Kaffee und Kuchen. Abends noch mal Bratwurst oder was gegrilltet. Und wir wollen so jede Stunde einen kleinen Vortrag machen zu verschiedenen Themen, die wir eben hier, warum wir hier stehen. Ja. Und sind auch interessiert an Gastredner. Also wenn jetzt jemand von den Gästen der Meinung ist, er möchte da zu dem Thema oder weiß ich auch was sagen, haben wir genügend Zeit, das mit einzubauen, dass auch Gastredner mal zu Wort kommen können. Ja. Und das findet am Donnerstag und am Freitag jetzt statt. Ah, ja. Von 13 bis 19 Uhr ist das angemeldet. Mhm. Sind alle herzlich eingeladen. Dann schaue ich vielleicht am Donnerstag auch noch vorbei. Okay, das wäre super. Ja, das ist so, wenn Sie noch Fragen haben. Ja, so die hier vorbeifahren, so tagtäglich, stündlich, die Leute so, ich habe vorhin mal jemanden huben gehört, aber das hält sich dann auch sehr in Grenzen. Es geht, das wird immer mehr. Mhm. Anfangs war vielleicht am Tag so 5 bis 10 Autos. Mittlerweile, muss ich sagen, sind es so pro Stunde im Schnitt mindestens 3. Okay. Die, ja, das ist aber auch wenig. Ja, wir haben vorne so ein kleines Plakat gemacht, wo wir auch... ich habe es gesehen vorhin. Genau, weil wir sagen, wer seine Sympathie uns gegenüber kundtun will als Autofahrer, der kann ruhig mal auf die Hupe drücken. Ja. Ja, und das werden immer mehr. Und super. Wir versuchen auch dann zu reagieren, zurückzuwinken oder auch mal zurückzuhupen, dass sie sehen, ja, wir haben es registriert. Wir freuen uns über jeden, der hier hupt. Dann sage ich vielen Dank. Nichts zu danken, ich danke. Wie lange wollt ihr hier noch bleiben? Bis sich was bewegt. Das ist also unser Ziel. Wir sind hartnäckig, das haben wir jetzt auch schon bewiesen. Wir stehen hier seit 3 Monaten. Dann auf jeden Fall schon mal bis zur nächsten Bundestagswahl, oder? Nein, ich hoffe, wir erreichen vorher was. Wir können natürlich nur was erreichen, wenn die Bevölkerung auch mit rauskommt. Das werden wir jetzt am Donnerstag, am Freitag sehen, wie viele kommen. Und wenn sich da was bewegt, dann sagen wir auch, dass unsere Aktion weiterhin doch was bewirken könnte.
momentan haben wir so einen Punkt, wo wir sagen, ja, es bewegt sich keiner. Es ist schön, dass 80% sagen, toll, was ihr da macht, aber wenn hier 10 oder 20 Leute sind es immer im Schnitt, ja, stehen, da lacht sich die Regierung das schlapp. Ist traurig. Wir brauchen die Leute hier. Ja, ja. Die müssen nicht hier draußen wohnen wie wir, aber die Leute können herkommen. Wir können die Leute auch versorgen mit Getränken und etc. Wir haben auch Toiletten vor Ort, sodass man durchaus mal hier einen Ausflug hermachen kann. Kaffee trinken, Keks essen, mit uns reden, drüber diskutieren, wer mag. Und dann wieder nach Hause. Also Sonntag mal nicht an den Badesee, sondern zur Mahnwache. Das wäre erstmal eine Aufforderung, ja, der nachzukommen ist. Genau. Okay, ich bedanke mich nochmal. Ich mir ebenso. Und standhaft bleiben. Mhm. Machen wir. Bis sich was ändert. Ja, unser Ziel. Danke. Bitte. Ciao. Tschüss. Ja, dann sehen wir uns noch einfach mal hier ein paar Plakate an. Also, da haben sie hier einen kaputten VW-Bus aufgebahrt. Was steht drauf? Den Ampelschrott brauchen wir nicht. Jawohl, das kann ich unterstützen. Und hier für den Mittelstand Berlin, Bauernmahnwache. Und hier das Schild, wo er eben von gesprochen hat, hupt gegen die Ampel. Das wär's von meiner Seite heute aus Berlin gewesen. Bis bald. Ciao.